Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tropico 4. Wir machen genau da weiter, wo wir in der letzten Episode aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt bei Episode 24 angekommen und diese ist heute Max LP Burning Echo gewidmet. Und wie gesagt, wir machen sofort weiter. Ich warte noch darauf, dass unser Nuklearprogramm fertiggestellt wird. Allerdings arbeitet da gerade keiner dran. Das ist noch nicht mal zu 50% fertig. Und ich bin wirklich gespannt, was wir damit anstellen können, ob wir damit eventuell ein paar andere Dinge freischalten können, das weiß ich gar nicht so genau. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn wir so ein bisschen in die Richtung gehen könnten. Was ich heute auch nochmal gucken wollte ist, wir haben ja beim letzten Mal keinen Erlass erlassen und ich wollte gerne mal gucken, ob wir irgendwo Krieg provozieren können. Verteidigung, Auswärtiges Amt vielleicht. Man kann hier nur Allianzen machen und irgendwelche Leute preisen und Entwicklungshilfe annehmen. Den Papst möchte ich mir eigentlich nicht ins Haus holen. Hier vielleicht. Ist hier noch irgendwas lustig? Internetpolizei. Das sind alles Sachen, die können wir noch nicht machen. Festival der Liebe Armee-Drill. Also ich kann wirklich mein Militär hier definitiv richtig gut ausbauen. Aber ich habe noch nicht so wirklich festgestellt, wozu. Also wir hatten ja das Problem am Anfang mit ein paar Rebellen. Um die haben wir uns gekümmert. Das Problem ist lange vorbei. Aber so wirklich, dass ich das Militär sonst irgendwie anders einsetzen könnte, ist mir bisher noch nicht untergekommen. Modernisierung des Militärs, das könnte ich eventuell noch machen. Warte mal kurz, lass mich nochmal hier reingucken. Ach, Rebellen kann ich nur einmal ausradieren. Eventuell haben wir ja deswegen keine mehr. ansonsten... Hola, Presidente! Das kann ich noch machen. Meine eigene TV-Show, das mache ich mal sofort. Sehr schön. Hola, Presidente! Huch, wo war das denn jetzt? Allgemein, oder? Starten Sie Ihre eigene TV-Show. Aufgrund Ihrer einzigartigen, telegenen Persönlichkeit erhöht sich jedes Jahr Ihr Ansehen bei einer beliebigen Fraktion, solange der Erlass in Kraft ist. Na gut, das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber ich möchte eine eigene Fernsehshow haben, von daher. Oh, sehr schön. Sehr schön, wir werden Atomtests durchführen, kriegen dafür $10.000 und das Ansehen bei den Umweltschützern sinkt. Ich warte mal noch, bis das Ding da steht. Und dann machen wir hier weiter. Huch, da hat es gerade ein bisschen gelaggt. Das ist ja eigenartig. Das Ding braucht echt teilweise sehr lange, bis hier was gebaut wird. Dann hatte ich ja auch vor, dieses 7-Sterne-Hotel zu bauen. Zum einen, weil ich natürlich meinen Tourismus hier gut unter Kontrolle haben möchte. Zum anderen, wie ich beim letzten Mal festgestellt habe, ist dieses Haus, das Dingens, das Hotel, das da, das ist monströs. Das ist monströs. Einen Flughafen können wir auch noch bauen. Aber es braucht alles Strom, oder? Nee, das nicht, aber... 7-Sterne-Hotel, guckt euch das Teil mal an. Guckt euch das Teil mal an. Das ist ja wohl der Oberhammer, oder? Ey, so ein Hotel in Realität zu haben, das wäre doch mal geil. Oben mit Pools drauf, mit einer Bar, mit einem kleinen Restaurant, das ist voll episch. Und vor allen Dingen, das macht tatsächlich, dass unsere Umgebung hier so viel moderner aussieht. Wieder weiß ich nicht, wo der Eingang ist. Da unten wahrscheinlich. Ich stelle es jetzt hier schon mal auf. Das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis das gebaut wird. Aber das Geld und den Strom, den schmeißen wir definitiv schon mal raus. Wieder schön schief an die Straße hier gestellt. Das lässt uns ein bisschen Platz hier vorne für Dekoration. Für ein paar Bäume vielleicht. Damit unsere Bewohner hier auch denken, dass alles schön tropisch ist. Und selbstverständlich stellen wir dazwischen auch noch ein paar Statuen, damit die Bewohner, die eventuell hier zufälligerweise mal vorbeilaufen, weil sie da arbeiten oder so, nicht denken, dass es den Touristen hier irgendwie besser geht. Das tut es nämlich nicht. Um die Industrie habe ich mich auch fast gar nicht gekümmert. Damit kann man mit Sicherheit auch eine ganze Menge Geld verdienen. Aber ich habe meinen Schwerpunkt hier definitiv auf dem Tourismus. Von daher kümmere ich mich erstmal darum. Und der Schwerpunkt ist außerdem... Auf dem Mobbing meiner Mitbewohner hier. Denen soll es ja nicht so besonders gut gehen.
Das ist natürlich nicht wirklich verständlich, wenn ich den Leuten jetzt hier mehr Geld gebe. Aber der Sinn dahinter ist ganz einfach, dass ich möchte, dass die Leute genug Geld haben, um in ihren Wohnungen zu wohnen, damit ich diese dämlichen Hütten da nicht überall rumstehen habe. Die neuen Häuser, die ich gebaut habe, sind auch schon komplett voll. Hier könnte ich noch eine Klimaanlage anschmeißen. Wie sieht's denn aus mit dem Strom? Wie sieht's denn aus? Oh, wir verbrauchen noch gar nicht so viel. Wir haben eigentlich noch genug Spielraum hier offen. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Ich möchte ja nicht, dass es denen so gut geht. Stattdessen gucken wir mal unseren Palast, weil dem muss es schon gut gehen. Erhöht die Schönheit des Palastes um 20%. Da kann ich Gärten da vorstellen. Das machen wir, definitiv. Der Palast, mein Zuhause, muss schön sein. Bäm! Oh, wie hübsch. Wunderbar. Das Wachhäuschen, damit die Sicherheit meiner Soldaten da drinnen gewährleistet ist. Und ich kann eine Statue des Präsidenten bauen. Und es gibt dadurch keine Proteste im Umkreis des Palastes. Das machen wir auch nochmal. Kostet 10.000, Alter. Dann haben wir fast kein Geld mehr. Habe ich jetzt aber auch nochmal gemacht. Pizza Voodoo Mann in Marmor gemeißelt. Ist das schön. Das ist so schön. Oh, ich zoome da auf den falschen Körperteil. Nun gut. Auch wenn man ein bisschen Geld in den Palast investiert, ist ja auch nicht mal das Verkehrteste. Den würde ich gerne auch mal modernisieren. Ich hätte da auch gerne mal so eine Luxusvilla oder sowas für den Präsidenten. Wo wohnt der eigentlich? Also mal abgesehen davon, dass er im Palast wohnt, aber der muss doch mit Sicherheit doch irgendwo so ein kleines eigenes Häuslein noch rumstehen haben. Meine Güte, ich glaube, ich spule mal ein bisschen vor hier. Da müssen mich massenhaft Geld ausgeben, aber so wirklich vorwärts kommen wir hier nicht. Das ist zum Heulen. Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt. Wo bist du denn eigentlich? Der ist hier und der erhöht Wenn die du etwas möchtest, Baugeschwindigkeit. Dann erledige es selbst. Ja, ja. Du bist ganz schön frech heute wieder. Aber hier arbeitet wieder keiner drin. Das könnte mich aufregen, dass die Spackos hier nie arbeiten. Guck dir das mal an. 2, 4, 5 Leute in der Firma arbeiten nur an einem Projekt, an dem Nuklearprogramm. Ebenso wie die Leute, auch 5 Leute drin. Wie viele arbeiten da? 2. Da könntest du ausrasten, weißt du? Da müsstest du eigentlich gleich mal hier reingehen und irgendwas erlassen. Denen das Geld kürzen. Was denn jetzt schon wieder? Oh nein! Nein! Es rumpelt und pumpelt. Irgendeiner der Vulkane wird gleich ausbrechen. Nicht schon wieder. Ich habe doch erst vom Tornado alles repariert. Oh, das sind die Atomtests, die wir durchführen. Nein! Präsidente, haben Sie auch gut in der letzten Vulkanlehrstunde aufgepasst? Liebe Zuschauer, habt ihr auch gut aufgepasst, wie viele Bewohner wir mittlerweile haben? 246 Maximum hatten wir bisher noch nie so viele in den ganzen 24 Episoden, die wir gespielt haben. Wir werden sehen, wie viele Bewohner wir übrig haben nach diesem Vulkanausbruch. Denn bisher habe ich nach jeder Naturkatastrophe immer massiv an Bewohnern eingebüßt und mich darüber immer sehr künstlich aufgeregt. Ich bin gespannt. Vielleicht dürfen wir das heute auch sogar mitverfolgen. Es ist der gleiche Vulkan hier vorne wieder, der ausbricht. Oh, und die Touristen kommen perfekt zum Naturspektakel. Wir bekommen Finanzhilfe. Der Vulkanausbruch ist schon vorbei. Und 6 Gebäude brennen. Oh mein Gott. Oh nein, warum denn die Singer hier? Die brennen. Löschen. 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 Ich meine, wir haben keine Feuerwehr. Fabelhaft, Präsidente. Wir sind einen Schritt näher an einer Präsidentschaft. Ein riesiger Schritt für Tropico. Oh, ich erinnere gar nicht mehr, was für eine Aufgabe wir da hatten, aber offenbar haben wir das geschafft. 20.000 Dollar aufs Schweizer Bankkonto zu kriegen, ist eine Schwierigkeit, weil ich mich bisher überhaupt nicht um ein Schweizer Bankkonto gekümmert habe. Wo brennt es denn hier noch, bevor wir irgendwas anderes machen? Brennt das Ding? Nein.
Sehr schön. Da brennt's. Die Einwanderungsbehörde, na nun gut. Und irgendwo brennt noch ein Gebäude. Dadurch, dass wir keine Feuerwehr haben, kommen hier die Helikopter und pinkeln da so ein bisschen irgendwas drauf. Das Kraftwerk da hinten ist in Sicherheit. Irgendwo brennt noch was. Wo kann ich das denn einsehen? Hat der nicht was von 6 Gebäuden gesagt oder so? Ich meine, ich habe mich gerade erst um 4 gekümmert. Hier unten brennt es noch. Das kostet 5000. Alter, das ist natürlich teuer, aber immer noch billiger, als dann später neu aufzubauen. Da kümmern wir uns schon mal drum. Das Geld haben wir ja, wie gesagt, unser Nuklearprogramm steht. Alter, das ist eine Rakete. Das habe ich gar nicht gesehen beim Bauen. Die tropikanische Rakete, Nuklearrakete, mit selbstverständlich einem Shark, einem Hai-Gesicht vorne oben auf der Spitze da drauf. Das ist total episch. Kann ich das abschießen irgendwie? Nee, kann ich leider nicht machen. Nun gut. Präsidente, es geht schon wieder um den Status von Taiwan. Ich weiß zwar nicht, wo es liegt, aber wir müssen eine Erklärung dazu abgeben. Oh. ja, Taiwan ist eine kleine Insel bei China und soweit ich weiß, eigenständig. Oder würden es gerne sein. Taiwan gehört den Chinesen. Ich bin immer dafür, dass Leute frei sein sollen, von daher. Nicht bei mir hier auf der Insel, bei mir hier herrsche ich, hier gehört alles mir. Wow. Aber in anderen Ländern, da kann es ruhig ein bisschen fair zugehen. Das Ding hier, das wird der Oberknaller. Guck dir mal die Anzahl an Touristen an, die da einziehen können. Alter Verwalter! Ach stimmt, wir spulen ja mal noch vor. Das ist okay. Ist hier was los? Wo geht denn der hin? Wow, nein, der ist da runtergesprungen, oder was? Das ist natürlich ein perfektes Gebäude, wenn man sich in den Tod stürzen möchte. Und gleich eine Hütte dahinter. Oh, ich habe gerade gesehen, wir können eine Metrostation bauen. Es ist ein magisches Gebäude, das Menschen an einem Ort betreten und an einem anderen verlassen. Einige Einheiten können die Metrostation bei der Arbeit nicht nutzen. Die Beschreibung ist natürlich lustig. Ich weiß nicht, inwiefern mir das helfen könnte. Ich fand es bisher ja uninteressant. Aber eventuell kann ich da meine Parkhäuser und sowas entlasten. Zumal ich ja der Meinung bin, dass die sowieso nicht hart genug arbeiten. Aha, Parkhaus überlastet, bauen sie ein neues daneben. Das möchte ich gerne noch bezweifeln. Jetzt haben wir hier wieder diese riesen Furzwolke. Alter, wo du nichts siehst. Alter, das sieht wirklich aus, als ob es stinkt. Perfekt, perfekt für Tropico. Eine neue Biofarm ist am Arbeiten, wunderbar. Essen sollte also wirklich jetzt in Massen vorhanden sein. Wir machen das mal wieder auf normales Tempo. Denn mittlerweile sind wir schon 1983 angekommen. Und wir haben auch schon ein bisschen was erlassen heute. Das heißt, wir können uns die Atomtests ja fürs große Finale dann sozusagen aufsparen. Denn ich meine, die nächste Episode wird dann so ein bisschen das letzte sein, was wir zunächst hier in Tropico 4 veranstalten. Da werden wir dann nochmal richtig schön ein großes Finale auf den Tisch legen und ja ordentlich ein paar Sachen machen. Unter anderem vielleicht sogar ein paar Atomtests. Wir gucken mal, Regierung, können wir hier noch was bauen? Im Bunker. Wir bauen mal noch einen Bunker, wir bauen ein bisschen was fürs Militär hier hinten hin. Da hatte ich ja auch schon zeitweise überlegt, ob ich es komplett wegmache, weil das Militär mir die ganzen Arbeiter weggefressen hat. Aber ich glaube, das haben wir jetzt relativ gut unter Kontrolle. Mehr Mitbewohner lösen auch viele Probleme. Von daher müsst ihr, wenn ihr das Spiel spielt, wirklich darauf ein Auge haben, dass ihr immer genug Personal zur Verfügung habt. Denn ansonsten, große Probleme, dass hier die beste Entscheidung meines Lebens waren diese Bürowürfel, denn keine Sau möchte jetzt hier noch mehr drin arbeiten und wir haben so viele Arbeitsplätze geschaffen.
3 Leute, die da drin arbeiten. Meine Fresse, ist aber auch nicht wirklich viel los hier. Das hingegen läuft großartig. Die sollen mal ein bisschen mehr Lohn kriegen. Also die Hoteldamen haben tatsächlich immer richtig viel Arbeit und richtig viel Stress. Die sollen da auch für entlohnt werden. Was die Bezahlung angeht, da bin ich hier mal nicht ganz so streng. Ich meine, wir haben genug Geld. Das können die ruhig haben. Präsidentschaft. Ja, wie kann ich denn jetzt hier noch Geld auf mein Schweizer Bankkonto kriegen? Am besten, indem ich solche Sachen hier baue. Gott sprach letzte Nacht zu mir. Nein, hier kriege ich nur religiöses Ansehen. Natürlich müssen wir dann solche kleinen Missionen erfüllen, damit wir Geld auf unser Bankkonto kriegen. Ich bin mir nicht sicher, kann ich denn mit einer Bank eventuell... Bank, Börse? Geschäftszentrum, wo ist denn die Bank hin? Gibt's gar keine mehr, ist nur noch... Ach, Nationalbank, da ist sie ja. Die Nationalbank gewährt neue Optionen wie Investitionen und Kredite. Besucher, Touristen über 18. Nee, so ein Popel brauchen wir dann doch nicht. Ich dachte, dann kann ich vielleicht ein bisschen Geld drüber schleusen auf mein eigenes Konto, aber das geht dann wohl nicht. Steht denn eigentlich alles, was wir jetzt bauen wollten? Der Bunker steht noch nicht. Irgendwo hat es gerade Pling gemacht. Ein schöner Tag, nicht? Das Wetter ist wirklich angenehm. Genug um den heißen Brei geredet. Wir brauchen ein Darlehen. Es ist nicht leicht, Europa zu regieren, wissen Sie? Oh, Europa. Nun, ein Gentleman wird doch einem anderen Gentleman solch einen kleinen Gefallen gönnen. Ich wüsste nicht, warum. Du alte Schmalzlocke, du kommst hier alle paar Jahre mal her und erzählst irgendeinen Scheiß, was ihr haben wollt. Aber was krieg ich dafür von euch? Nichts. Absolut gar nichts. Deswegen wüsste ich auch überhaupt nicht, warum ich das machen sollte. Scheiß doch auf eure Auslandsbeziehungen. Ich hoffe, dass die mal so ein bisschen runtergehen jetzt hier mittlerweile. Der Mittlere Osten hasst uns schon seit längerem. China mittlerweile auch. EU. Naja. UdSSR. Naja. der Rest, der stört sich hier irgendwie an nichts, habe ich das Gefühl. Das ist natürlich großartig. Ich weiß nicht, ob wir es so weit reizen können, dass wir vielleicht 0% Auslandsbeziehungen haben zu einem anderen Land und die uns dann eventuell angreifen. Jetzt mittlerweile ja nicht mehr, da wir das Nuklearprogramm haben. Ist eine Sache, über die wir vielleicht früher hätten nachdenken können, um das mal auszutesten. Hier ist immer noch relativ dunkel auf der Insel, also die Vulkanwolke macht es ja wirklich gerade nicht so einfach. Nun, gut, wie gesagt, beim nächsten Mal dann für mich das Finale von dieser Staffel Tropico. Und ich denke, da werden wir nochmal richtig ordentlich auf den Putz hauen, beziehungsweise richtig schön viel Scheiße bauen. Und ja, für die Episode bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.